499 Starcoins. Wir haben jetzt 418 ausgegeben, plus 499, das wären 517. Außer ich bin jetzt komplett schlecht in Mathe, oder? 418? Ne, 427, oder nicht? Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Pferdekauf-Video hier. Ich habe mir tatsächlich neue Starcoins gekauft, auch wenn das vielleicht ein bisschen unerwartet ist. Weil sie jetzt denken, hey, du hast gesagt, du kaufst keine Starcoins mehr. Kurze Storytime. Ich habe zum ersten gesagt, ich kaufe erst wieder Starcoins, wenn Starsaver etwas rausbringt, das mich überzeugt. Und genau das ist passiert. Hätte ich auch nicht gedacht. Starsaver bringt Drachen raus, dachte mir so, okay, das ist überzeugend genug für mich. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich bin vielleicht nicht ganz so begeistert vom Bazaar, aber ich kaufe jetzt doch mal ein paar Starcoins, vor allem da jetzt die Gen 2 englischen Vorbilder gehen, die werde ich auch noch in einem anderen Video kaufen. Für heute habe ich aber eine andere Idee gehabt. Und zwar, ich kaufe mein Hasspferd. Falls ich frage, warum, ich weiß es auch nicht so genau. Ich werde heute den Knappstrupper der Generation 3 kaufen. Ein Pferd, das ich nie mochte und nie haben wollte. Aber es ist ein Bazaar und ich bin ein komplettes Opfer, wenn es darum geht, dass da Rabatt steht, reduziert steht, alles mögliche. Ich bin dabei. Ich bin Opfer. Aber dann laber ich gar nicht mal so viel rum, sondern wir gehen mal zum Bazaar und nochmal kurze Storytime zu diesem Isländer hier. Mein letztes Starcy war, wie ich meinen Zuschauern Pferde gekauft habe. Und ich habe einer Zuschauerin diesen weißen Isländer hier gekauft und ich habe mich danach so in ihn verliebt, dass ich danach selber dachte, komm, ich hole ihn aus dem Stall und ich reite ihn, weil ich ihn damals von der App aus gekauft habe auf Level 10 und ich habe ihn viel zu schnell ausgelevelt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das jemals sagen werde, aber ist passiert. Und ich glaube, das war jetzt mit meinen ganzen Storytimes. Ich glaube, wir können es mit dem Pferdekauf loslegen. So, die Sache war, die Knappstrupper sind hier drüben. Und ihr seht dieses Fjordpferd. Ich glaube, ich muss da doch nochmal kurz drauf gehen. Dieses Fjordpferd lacht mich seit gestern sehr, sehr stark an. Eigentlich nicht seit gestern, so seit 3 Tagen. Ich habe dieses hier auf der App damals auf Level 10 gehabt und überlegt, ob ich es kaufe, habe ich es dann nicht gemacht. Und jetzt gucke ich mir den an und denke mir, irgendwie hat er was. Und ich habe jetzt so viele Leute mit richtig coolen Outfits mit dem Ding gesehen. Jetzt will ich ihn irgendwie haben. Aber eigentlich bin ich dafür nicht hier. Aber wenn ich es mir eigentlich so anschaue, eigentlich hat er was. Ich finde sogar die lange Mähne richtig smash. Leute, kann mir bitte irgendjemand jetzt sofort meine Starcoins wieder wegnehmen? Ich sollte ihn nicht kaufen. Ich habe noch ein Fjordpferd, das ich nicht level. Alter, sieht das gut aus. Ich weiß nicht mal, ob ich mit der Stehmähne oder mit der Normalen nehmen würde. Aber eigentlich sind wir doch dafür auch gar nicht hier, sondern wir sind hier für einen Knappstrupper, den ich jetzt wieder verloren habe. Gut, der Struggle bei den Knappstrupern. Erstens, sie kosten 399 Starcoins. Natürlich werde ich mir dann einen kaufen. Ich meine, komm, 4 Wochen, dann habe ich die Starcoins wieder drin. Das schaffe ich, glaube ich. Dann ist die Entscheidung aber wegen der Farbe. Ich finde den hier, ich weiß nicht, ob der von der App ist oder ob der schon immer da war. Habe ich irgendwie nie gesehen oder nie wahrgenommen. Und ich dachte mir, irgendwie passt der zu mir. Ist ein Schimmel, nicht zu viele Punkte, nicht zu wenige Punkte. Ich glaube, das könnte so passen. Alle anderen Farben haben mir jetzt hier nicht so zugesagt. Ich glaube, so der Schwarz wäre ganz niedlich. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Die Farben alle nein. Und dann gibt es auch den hier. Und ich sage es euch, wie es ist, ich finde ihn eigentlich ziemlich schrecklich. Gleichzeitig, obwohl ich ihn so schlimm finde, finde ich auch ihn wieder schön. Hä? Versteht ihr, was ich meine? Ich finde ihn so hässlich, dass ich ihn gefühlt wieder schön finde. So ohne das Ding jetzt hässlich zu nennen. Ich klinge so fies gerade, gefühlt, das bin ich eigentlich gar nicht. Und deswegen kann ich nicht entscheiden, ob ich jetzt diesen Punkteunfall nehme oder ich bin gescheit und nehme einfach den hier. Das ist tatsächlich gerade eine sehr schwere Entscheidung für mich, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ich würde mir mal die Mähne anschauen, was es da so gibt. Ich glaube, dass ich die normale sogar nehme, weil ich die ganz schön finde. Ja, also bei dem... Ich finde, die Mähne hat was, aber jetzt nicht unbedingt auf der Fellfarbe. Und dann gibt es noch... Oh. Oh. Okay, das sieht besser aus als gedacht. Ich dachte jetzt, das wird genauso schlimm aussehen, aber... Oh. Irgendwie gefällt er mir jetzt. Aber ich habe mich jetzt schon sehr, sehr darauf festgelegt, dass ich ihn hier kaufen werde. Und jetzt will ich doch... ihn hier kaufen. Ich könnte sagen, komm, ich nehme einfach beide, aber nein, dafür bin ich viel zu geizig. Ich kann nicht 2 Pferde jetzt kaufen. Also ich bin immer noch mit dem Fjordpferd überlegen, aber ich kann jetzt nicht 2 Knappstrupper kaufen, weil es mein Hasspferd ist. Das macht gar keinen Sinn. Was mache ich mit meinem Leben? Soll ich ihn kaufen? Ja. Ich habe auch die Gangarten nie so angeschaut. Ich glaube, ich mag die eigentlich auch gar nicht. Ja, okay, der Renngalopp ist ja schrecklich. Warum kaufe ich mir jetzt nochmal genau? Ich habe es jetzt irgendwie wieder vergessen. Wir machen das jetzt ganz anders. Ich habe keine Lust mehr. Hey Siri. Okay. Geändert. Oh, ist das laut gewesen gerade. Hey Siri, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 2. Das ist 1. Ich glaube, Siri hat gesprochen. Ich bin halt trotzdem unschlüssig, aber ich glaube, ich nehme ihn. Ja, okay, der sieht jetzt nicht schlecht aus so. Aber vielleicht kann ich mit ihm jetzt dann doch bessere Outfits machen. Und ich glaube, er ist einfach so besonderer. Ich bin jetzt eh nicht so der Punkte-Ponchen-Fan. Das klingt alles so gemein. Warum klinge ich heute so? Ich kann das jetzt gar nicht abhaben. Ja, ich glaube, wenn ich es mir jetzt so genau anschaue. Ich nehme ihn mit der Mähne. 418 Starcoins. Wir machen das jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Ich wollte halt eigentlich auch ein Facecam-Video machen. Jetzt bin ich gerade frisch aus der Dusche mit nassen Haaren. Ich dachte mir so, nee, so kann ich mich jetzt nicht vor die Kamera stellen. Na gut, es wird erwachsen sein. Ich glaube, es wird sogar ein Wallach. Oh, ich weiß, wie ich ihn nenne. Ich weiß nicht wieso, aber
Wieso gibt's nicht Eat? Wieso kann ich mein Pferd nicht Eat nennen? Was soll denn das jetzt schon wieder? Ich hätte jetzt so einen coolen Namen gehabt. Ihr glaubt's mir gar nicht. Ich hatte den besten Namen auf ganz Jorvik gehabt. East. Und das war's. Danke für nichts da, Stable Egg. Irgendwie hat Egg was. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch mal ganz oft auch zufällig, bis mir irgendwas zusagt. Vielleicht was mit Kaul? Ich glaube, es könnte was sein. Würde mich auch so ein bisschen an den Jaguar erinnern. Dr. Guest. Oh mein Gott. Nein. Bei gibt's Dr. House? Schade. Heavy Destiny klingt irgendwie auch ziemlich fancy. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe mich für einen Namen entschieden und ich möchte auch hier keine Rückfragen haben, wie es zustande kam, und ich wünsche, ich könnte auch mal schreiben. Ich habe random an einen TikTok gedacht und deswegen wird es jetzt Masked Man. Und wir werden nicht über dieses TikTok reden. Ich nenne jetzt einfach so und dann werde ich jetzt ihn jetzt kaufen und ihr werdet nicht fragen. Es werden keine Kommentare kommen von diesem Namen, irgendwas in der Art. Okay, super. Mann, dieses Video hat so gar keinen Sinn eigentlich. Ich würde mal, was passiert, wenn ich ihn jetzt reite? Werde ich ihn dann schön oder hässlich finden? Das ist jetzt die Frage. Glücksspiel. Und ich glaube sogar eher hässlich. Aber nicht so ein komplettes hässlich, nur so ein bisschen. Also so wie ich halt, you know? Oh mein Gott. Ich sollte Rapper werden, ich kann mich so gut selber fronten, ich liebe es. Ja, eigentlich geht es sogar noch. Eigentlich ist er sogar ganz schön, oder? Also dann nicht so wie ich. Sorry. Ich glaube, mit einem pinken Outfit wird das schon wieder. Aber jetzt schaue ich immer noch dieses Fjordpferd an und weiß nicht, was ich machen soll. Wollte das Fjordpferd anklicken. Jetzt bin ich einfach weitergeritten. Ja, Steuern wird gelernt sein. Ich kann nicht mal irgendwie PC-Tasten drücken. Anscheinend bin ich selbst dafür zu dumm. 499 Starcoins. Wir haben jetzt 418 ausgegeben plus 499. Das wären 517. Außer ich bin jetzt komplett schlecht in Mathe. Oder? 418? Nee, 427 oder nicht? Hey Siri, was ist 499 plus 418? Das wäre 917. Gott, bin ich dämlich. Ich musste die Aufnahme kurz pausieren, kurz auf mir selber klarkommen, meiner Freundin schreiben, wie sehr ich mich gerade in dieser Aufnahme blamiert habe. Und jetzt können wir weitermachen. Jetzt geht's mir besser. Oh je, also ich wäre unter 1000 Starcoins. Und dadurch, dass ich denke, die Pferde kosten normalerweise halt so um die 900 bis 950 Starcoins, vielleicht gönne ich mir einfach. Werde ich es bereuen? Vermutlich. Werde ich es heute bereuen? Nein, das ist ein Problem für meinen zukünftigen Ich, nicht für meinem jetzigen Ich. Deswegen, YOLO, ich habe gesprochen, ich kaufe ihn jetzt. Ich glaube, ich lasse auch die normale Mähne dann dafür drauf. Ich glaube, das macht irgendwie mehr Sinn, dass ich ein bisschen Geld spare. Bei, die hat halt schon was. Ich habe gar keine Ahnung, was ich machen soll, Leute. Ich glaube, ich lasse das erste Mal drauf, und wenn ich ein Outfit mache und merke, die andere würde besser aussehen, dann kaufe ich die andere Mähne und für jetzt soll es reichen. Personalisieren und kaufen. Was mache ich mit meinem Leben? Ich würde sagen, es wird ein Hengsten erwachsen. Und ich glaube, ich nenne ihn Spider-Man. Oder ich würde Spider-Man vielleicht für ein anderes Pferd aufheben. Spotlight wäre vielleicht ganz cool, so auf Little Peep-Basis. Oder ich nenne ihn Cole. Ich habe kurz vergessen, wie man Cole schreibt. Ich glaube, Cole habe ich schon. Nee, habe ich noch nicht. Okay, dann wird das jetzt Cole. Dann lehne ich das jetzt an den Jaguar an. Und wir kaufen Cole für 499 Starcoins und haben damit 917 Starcoins ausgegeben. Ist, glaube ich, ein guter Wert für heute. Und dann schicken wir ihn in den Stall und wir reiten das andere Ding wieder. Wie hieß er? Masked Man. Nicht fragen. Ich würde sagen, ich level auf Level 2. Wir machen ein Outfit. Vielleicht reiten wir noch ein Champi. Wer ist damit? Was ist denn um 17:30? Das wäre Fehlgriff. Ja, komm, wir machen das. Ich schreibe mal kurz um meine Freundin hier an, die Brasher, die jetzt ja online ist. Mal gucken, ob sie antwortet. Ich level jetzt erstmal auf. Ich glaube, wenn ich so meine Augen schließe, dann finde ich das Pferd gar nicht so schlimm. Also dann ist es eigentlich super. Wieso bin ich heute so? Also keine Ahnung. Ich bin heute komplett durch. Oh, es ist ein gut gelauntes Ding. Okay, das ist jetzt eigentlich ein richtiger Motivationsboost. Ich klatsche jetzt ein richtig quietschepinkes Outfit drauf und dann freue ich mich wieder. Ich sag's euch, vielleicht nehme ich einfach das Outfit von meiner Void runter, von meinem Easy, als ich gerade geritten bin. Und dann packen wir's. Dann machen wir das. Dann reiten wir jetzt ein Champi in komplett pink. Weil ich bin Barbie oder so. Eigentlich wäre es voll cool. Vielleicht sollte ich mir mal so Barbie nachstellen. Ich habe ja schon so Horsten nachgestellt und Merida. Und Barbie würde vielleicht eine ganz gute Idee sein. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr Lust drauf hättet. Frage jetzt nur, wo ist mein Isländer? Die ist weg. Ich glaube, die ist ganz hinten wegen dem Namen. Ja, da ist sie. Agathe kommt weg. Ich wollte noch schauen, was meine Fluttershare anhat. Ob sie nicht auch ein pinkes Outfit anhatte. Oder was sie halt so tragen können. Da ist sie. Ja, ich glaube, das Outfit würde ich jetzt mal nicht mitnehmen. Die kann gern so bleiben, wie sie ist. Vielleicht gucke ich auch im Global Shop nach, ob es irgendeine pinke Schabracke gibt. Ich glaube aber nicht so, weil dafür, dass Star Stable halt so dieses typische Girls Game sein möchte oder teilweise sich so zeigt, das typische Girl Game, gibt es voll wenig pinke Sachen. Finde ich voll schade. Oh Mann. Ich wollte genau diese Schabracke kaufen. Ich hätte sie gekauft, Leute. Das ist nicht meine Schuld, dass ich jetzt hier kein Geld ausgebe. Na gut, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Dann klauen wir hier die Sachen. Einfach einmal alles. Ich habe hier sogar noch ein Eichhörnchen drin sitzen, was super, super süß ist. Ich liebe es über alles. Ich finde es eigentlich voll krass, dass ich mein Eastern jetzt wirklich ausgelevelt habe. Einfach nur, weil ich jetzt random diese
dieses Zuschauervideo gedreht habe. Ich glaube, ich kann stolz auf mich sein. Es passiert auch nicht alle Tage. Und wie sieht's aus? Brescia kommt zum Champi. Sehr gut. Warte, ich will den Daumen nach oben machen. Ja. Okay, aber erstmal Outfit, das ist das Wichtigste von allen. Die können keine Dressursattel tragen. Das gibt's ja nicht. Das können sie auch nicht tragen. Okay, sie können das tragen. Ja, okay, dann suche ich mir einen Springsattel raus, weil ich glaube, das können die meisten Pferde tragen. Ich glaube, ich finde den ganz schick. Und dann noch eine schwarze Trense. Können sie nicht tragen, können sie nicht tragen. Das können sie nicht tragen. Hä, als ob die nicht diese Trense tragen können. Was soll ich denn sonst anziehen? Ich habe doch nichts Besseres. Das ist nicht wahr. Ich es hasse, ich hasse es. Warum können sie nicht endlich diese Trensen tragen? Ich finde die voll schön. Was machen wir da jetzt? Ich zieh das Eichhörnchen mit. Guck mal, wie süß das aussieht. Das passt perfekt zu diesem Pferd. Also da habe ich mich ja wirklich selber übertroffen. Und ich guck mal, was Fluttershy für eine Trense hat. Oh, stell euch vor, es würde Halsringe in Star Sail geben. Ich glaube, das würde jetzt richtig gut aussehen, wenn ich jetzt ohne Trense reite, aber mit einem Halsring im Pinken. Seht euch dieses Pferd an. Jetzt stellt euch einen pinken Halsring vor. Bitte sagt mir, ihr findet diese Idee genauso smash wie ich. Weil ich wäre gerade richtig begeistert davon. Er hat jetzt irgendwie auch nicht so eine Trense an, die ich jetzt mag. Ich kann nicht immer... Ich wollte den Stall nicht mal verlassen, aber danke dafür. Und wieder rein. Vielleicht gucke ich auch lieber die Trense an von meinem Night Hunter. Vielleicht wäre das irgendwie was Passenderes. Vielleicht machen wir das lieber so. Irgendwie bin ich damit nicht zufrieden. Ich mag das Outfit nicht. Also es tut mir leid, ich hatte jetzt irgendwie mehr Hoffnung gehabt, dass mir die Pferde besser gefallen. Aber mit dem Outfit bin ich jetzt wieder so... Nee, zieh noch den Sattel an, weil ich glaube, der passt dann besser. Okay, aber was wir sagen können ist, die Bandagen sind süß. Also... Das kann man mir lassen. Ich würde doch ein paar Rennen machen und dann sehen wir uns beim Viergriff-Championat und dann gucken wir mal, was unser Masked Man so drauf hat. Okay, ich habe jetzt meinen kleinen Masked Man auf Level 4 gelevelt und Brescia rennt von mir weg, die Olle. Hey Smash, was ein Outfit, dieser Morgen ist so süß. Und Zoe ist auch wieder am Start. Richtig, richtig nice auf jeden Fall. Oh Gott, das sieht so süß aus. Ich finde es richtig cool, denn ich sehe immer mehr von euch bei Championaten. Wir hängen immer wieder zusammen ab und das ist einfach richtig, richtig schön. Also danke an alle, die immer dabei sind. Vor allem ein großes Danke an Zoe, Zebrastorm, Zebrastream. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Sie ist so oft dabei und ich finde es einfach richtig cool. Sie ist ja auch in meinem Club drin, genauso wie die Brescia oder Ava oder Eva Maxboom war es, glaube ich, noch. So, es ist einfach so eine schöne Zeit und ich bin vor allem letzter Zeit so dankbar für euch, dass ihr einfach da seid. Ich möchte mich allgemein derzeit für diesen riesigen Supporter bedanken. Ich bekomme derzeit so unglaublich viele nette Kommentare oder nette DMs, wo ich gerade in der Zeit, wo ich sehr mit mir selber struggle, immer das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug und ihr helft mir so, so krass. Und ich bin einfach sehr dankbar und ich finde, es ist einfach mal Zeit, es so zu sagen. Ich habe das Gefühl, das mache ich vielleicht einfach viel zu wenig und ich würde es gerne öfter machen. Deswegen einfach Dankeschön an euch, aber es wird schon einfach weiter, wenn das Championat jetzt endlich anfängt. Zuallererst natürlich noch viel Glück, Besties, und einen guten Stay. Ich bin in Gruppe 2 und es wird auch direkt mal losgehen. Ich denke, mit Level 4 werde ich nicht ganz so viel slayen, aber wir lassen uns nicht demotivieren, sondern versuchen weiterhin unser Bestes und gucken einfach mal, wo es uns hinbringt. Ich meine, Hufeisen hat jetzt auch keine Ahnung und dies, das eigentlich. Also sehr schlechte Bedingungen. Bin gerade auf Platz 14, 13. Sehr gut. So leben wir das. So, das sind diese typischen Championate mit mir. Es sieht nicht gut aus, aber irgendwie habe ich trotzdem Spaß dran. Keine Ahnung wie oder wieso. Aber ich habe den Spaß. Ich bin super motiviert heute. Vielleicht klinge ich irgendwie gar nicht so motiviert, aber ich bin actually sehr motiviert. So ziemlich selten. Oh mein Gott, ich dachte, ich knall gegen einen Baum. Ich mag Bäume. Ich habe schon mal einen Baum umarmt. Kennen Sie Leute, die sagen so, ach, du hast Depressionen, ja, dann geh einfach mal einen Baum umarmen. Ich hab's gemacht, Leute. Ich hab es getan. Ich habe sogar ein Bild davon mal gehabt. Ja, es hat aber nicht geholfen. Ich bin immer noch depressiv. Aber schon an alle, die es mir geraten haben. Ihr seid Lügner. Ganz ehrlich, mach's vielleicht einfach mal trotzdem. So, vielleicht starten wir jetzt einfach so einen neuen Trend, dass wir jetzt Bäume umarmen, denn die haben auch Liebe verdient. Und ich finde eigentlich, ist auch eine nette Sache. Ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt auf das Thema gekommen bin. Falls jemand machen sollte, schickt mir ein Bild oder so. Ich glaube, es wäre ganz lustig. Hallo, ich reite hier, Menschenskinners. Ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen laut für die Nachbarn. Upsi. Ja. Ich habe jetzt über so unnötige Sachen geredet. Ich werde nie wieder reden, am liebsten. Ich glaube, ich will gerade nur im Boden versinken. Ich weiß nicht mal, wann das Video online kommt. Irgendwann, wenn ich Lust drauf habe. Vermutlich ist der Bazaar bis dann auch schon wieder weg. Ich bin so schlecht im Zeitplan drin derzeitig. Ja, egal. Slay, 11. Platz. Ich habe es geschafft. Ich habe geslayed. Okay, könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich kann nicht mehr. Was ist das für ein Video heute? So, Leute. Und das war es dann auch schon mit diesem Video hier. Voice Crack. Und das war's auch schon mit diesem Video hier. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe, ihr findet mein Eichhörnchen genauso süß, wie ich es tue. Das hier ist mein Hasspferd, das ich jetzt gar nicht mal so schlimm finde. Würde ich es nochmal kaufen? Absolutes Nein, würde ich nicht. Aber ich werde es zu Ende leveln. Ich werde es lieben. Ich werde es gut versorgen. Und damit wünsche ich allen noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Ich weiß, wie ihr seht. Macht's alle gut und bye.